Jetzt. Hallo, meine Freunde. Ach, erstmal was trinken? Nee, das lassen wir lieber. Das schmeckt nämlich nicht. Nee, danke. Das Teammitglied, wir wollen es mal jetzt nicht nennen, hat wieder etwas Leckeres mitgebracht. Das darf er nachher alles in sich hineinstopfen. Aber zuerst wird's reviewed. Vegan. Ich zeig nochmal drauf. Lecker vegan. So. Naja. So, saurer Fruchtgummi mit Erdbeergeschmack. Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl. Pflanzliches Öl, ach, Palmöl von den Plantagen. Mann, 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 Mann. Apfelsäure, Dextrose, gut, das macht wach. Apfelsaftkonzentrat, Säureregulator, Zitronensäure, Sorbit, Maisstärke, Aromaemulgator. Ach du Scheiße, der Rest, der ist alles so, das will man gar nicht lesen. Schwarze Möhre, das weiß ich auch nicht, dass es schwarze Möhren gibt. Schwarze Johannisbeere. Und ein Farbstoff, Kurkumin. Das könnte man mal googeln. Enthält Gluten. Also Pech für die ganzen Allergiker, die werden daran jämmerlich sterben. So. Aufgefetzt das Zeug. Und dem Kollegen weggefressen. Dazu benutzen wir unser super scharfes Polenmesser im Werte von 3 Euro. Was bisher noch von keinem Hochleistungsmesser übertroffen wurde. Ihr könnt uns gerne eins zusenden zum Testen. Link in der Beschreibung für ein Polenmesser. Jetzt. Review dazu in unserer Beschreibung. Könnt ihr anklicken. So, und wer ein besseres Messer hat, darf es uns gerne schenkenderweise zusenden. So, hier, Schlitz. Na, wenn das mein zweites ist. Ich mache es ganz oft. Wir gehen mal wieder das Lager zeigen. Jetzt. Immer diese Störung. So, wir schlitzen es mal ganz durch. Habt ihr das gesehen? Ein Laserskalpellschnitt. Der Schnitt ist so fein, wenn ich es ranhalte, hält's. Okay, doch nicht. Gut. Aufgemacht. Also so viel Zucker. Da krümel ich mir ja alles voll. Na, wo ist denn der Anfang? Also wie kann man sowas essen, Leute? Das besteht nur aus Kunststoff. Oh. Nur Zucker? Das schmeckt wie festgewordener Energy Drink. Echt mal, das ist gar nicht mal so schlecht. An was erinnert mich das? Also, du kriegst nicht. Jetzt kommt der Kameramann an und will was haben. Hier. Ich glaube, das schmeckt wie Red Bull. Ich weiß es nicht. Ne? Daumen hoch. Also, Leute. Wie hart gewordener Energy Drink. Ganz lecker. Bin ich jetzt überrascht. Ja, wie wird sowas wieder eingetütet? Das Zeug ist nicht mehr verpackungsfähig. Guckt euch das mal an. Das passt gar nicht mehr hin. Der Klumpen hier. Naja, da weiß man sich zu helfen. Da wird hier ein bisschen gedrückt. So, Freunde, guckt euch das mal an. Also, es sieht nicht so appetitlich aus. Sag ich mal so. Na, für mich ist das nicht Zucker pur, aber. Der Geschmack erinnert irgendwie an einen Energy Drink. In meinen Augen. Oh, aber viel zu süß. Und dann die ganzen chemischen Zusatzstoffe hier drin. Ich weiß ja nicht, ob sich das durchsetzt. Hier, Fett ist reichlich drin. Die Energiewerte, wollt ihr das wirklich wissen? Ihr könnt euch selber durchlesen. Also ich glaube, hier ist alles nur. Also Ballaststoffe null. Also, wenn ihr euch einen ganzen Tag davon ernährt, braucht ihr bestimmt nicht aufs große Klo, weil keine Ballaststoffe drin sind. Also, Raumfahrernahrung, sag ich bloß. Eiweiß, 2,5 Gramm, Salz, 0. Der Rest ist Zucker. Hier, Kohlenhydrate, 84,0 Gramm. 60 Gramm Zucker. Wie schwer ist das Ding? Also, Leute, das Zeug ist 100 Gramm schwer abgefüllt. Und davon sind 60 Gramm Zucker. Ja, was ist denn da noch der Rest? Also, Kautier, Würfelzucker pur.